Ja, ein wunderschönes Willkommen zum Valentinstag. Ja, das schreit nach einem weiteren Abenteuer von Lara, meine Valentina. Ja, du bist meine Valentina. Und wir sind immer noch in dieser Mine. Boah, ist verfickt laut. In der alten Uralmine? Ich weiß es gar nicht genau. Aber ich muss jetzt erstmal gucken. Ah, jetzt ist es ein bisschen leiser. Ob ich nicht den anderen Bogen habe. Ja, ich habe nämlich einen neuen Bogen. Der macht aber weniger Schaden. Aber oh, Zielgeschwindigkeit. Boah, ist die super schnell und Schussfrequenz. Piu, 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 piu. Geil. Das ist der Traumstachel. Den habe ich bekommen. Mit dem Baba Yaga Outfit zusammen. Und na gut, wenn ich in den Kopf schieße, ist derjenige eh tot. Nehme ich den doch mal. Eine grobe, aber funktionale Waffe aus Holz, Tierhaut und Knochen, die ihre Giftpfeil mit dem Pollen der Hexe drängt. Aha. Geil. Hier haben wir. Ja, haben wir noch nichts? Kriegen wir vielleicht noch nichts? Die haben wir auch noch nicht. Oh, die sieht auch cool aus. Zwei Teile haben wir. Okay, Kletterachs, gar nichts. Okay. Outfit können wir auch nichts craften. Man kann ja auch, es gibt ja auch diese kleinen DLCs für 2,99 €, wo eigentlich die drei Outfits zum Beispiel zu kaufen gibt, ist jetzt halt die Frage, also ich habe sie ja, ich kann sie ja machen. Also kauft man sich das quasi echt nur, weil man, dann braucht man die nicht zu craften. Nehme ich mal an. Ja, okay, ja, ja, okay. Wer es hat, wer es braucht, warum nicht? Okay, das war's aber. Mit Craften konnte man nämlich gar nichts. Oh, ich muss mal auf die Uhr gucken. Ja, ich bin. Ja, okay. Ich hab die ganze Zeit nämlich nicht auf die Uhr geguckt und es ist echt schlecht. Versuche ich schon mal das Rätsel hier zu lösen. Mit meinem neuen geilen Traumstachelbogen. Okay, erstmal Luki. Die könnten das Wasser stoppen. Okay. Kann ich da was abschießen? Boah, ist voll am Wackeln hier alles. Krass. Kranke Scheiße, jo. Okay, laufen wir mal rüber und. Wow. Nein, 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 nein. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Don't starve. Together. Okay. Da ist was zum Feuerholzen. Wie kann ich denn das Wasser umgehen? Kann ich dahinter werfen? Vielleicht? Also quasi so, oder? Funktioniert das? Also so geht bestimmt nicht. Probieren wir es einfach mal. Ich habe ja genug Stoff. Komm, das sollte reichen. Nicht gut. Zu viel Wasser. Ah, das fühlt mich ein bisschen beschissen. Das Wasser muss sich irgendwie stoppen lassen. Okay, also muss das Wasser irgendwie aus. Ich gucke mich nochmal genauer um. Ist hier noch irgendwas? Okay. Okay. Ja, ich gehe einfach mal weiter. Also mir gefällt das Kostüm wirklich gut. Wir haben ja wieder eine neue Flasche. Mir gefällt das Kostüm wirklich gut. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gefällt. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ich finde es eigentlich schon mal ganz cool. Diese Förderwagen, ja. Die könnten das Wasser stoppen. Ist ja gut, Valentina. Angelina, Jolina.
Figur Angelina. Also ich fand Angelina war auch sehr geil. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Also als Lara Croft war sie eigentlich ganz cool. Also ich fand es zu der Zeit hat sie da eigentlich sehr gut gepasst. Jetzt hätte man vielleicht geilere Schauspielerinnen dafür. Oder Schauspieler, ich weiß es nicht. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Also sie hat das doch schon ganz cool rübergebracht. Man muss halt auch immer differenzieren. Das ist auch schon alles sehr lange her. Und alte Filme ist immer ganz schwierig, jetzt zumindest noch zu beurteilen. Da kann man sie eher verurteilen, aber ich fand sie ganz gut. Ich fand die Filme ganz gut. Ich fand sie als... Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ich fand sie als Lara Croft, fand ich sehr gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da hat ja jeder so seine eigene Meinung. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mehr führen. Oh. Nicht gerade sehr nett. Kann ich hier in dem Raum irgendwas machen? Kann man da hoch? Ne, kann ich da was durchwerfen? Irgendwo ist hier ein Loch. Habt ihr ein Loch gesehen? Nee, oder? Nee. Geh ich mal weiter. Ah. Da geh ich ja erstmal hin. Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Yeah, Russisch immer noch auf Maximum. Oh. Oh. Okay. Aha, was haben wir hier? Nee, komm, lass verfallen. Lass die Flasche fallen. Was passiert da? Nix? Nee. Ist hier irgendwas? Oh, hey. Ah, sieh mal einer an. Voll. Durchgeschleddert. Oh, ich sehe gar nichts. Lara, mach doch mal dein Licht an. Mensch. Tu mal nicht so, als ob du davon nur zwei Stück hättest. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja, aber ich raff gerade nicht. Diese Förderwagen, ja, die könnten das Wasser stoppen. Ja, verdammte. Wo ist denn hier? Wo kann ich denn hier was hinschießen? Ach komm, jetzt höre ich einfach mal da was hin. Boah, ich bin begeistert. Ich kann aber auch nichts abschießen.
Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Boah, Mel. Sei noch mal ruhig. Ich muss hier überlegen. Ach, da geht's noch runter. Ah, okay. Und hier geht's nämlich eigentlich gar nicht so lang. Dann gucken wir noch mal da unten erstmal. Ach ne, Quatsch, von der Igamba. Okay, dann springen wir einfach mal auf den Wagen. Oh oh. Ja, geschafft. Das Wasser ist blockiert. Verdammt, ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Ja. Schiss, Rätsel, ja. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ach, guck mal, da unten. Tust du noch mal die Flasche weg. Alte Säuferin. Ich suche immer noch das Loch, wo ich den Molly reinwerfen muss. Ich würde sagen, es gibt keins. Und ich muss warten. Ich muss das alles schnell machen, während ich da an dem Ding hänge. Wird ja gar nicht blockiert. Mist, verdammt, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Okay, wo ist denn hier noch ein ich Wagen? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ach, sieh mal an, da ist eine Seillinie. Ach, jetzt werft das Ding da, Mann. Ja, komm raus. Komm. Bam! Okay, jetzt nochmal das Ganze mit Molly in der Hand. Ich jetzt nicht. Wo ist denn der Wagen hin? So mache ich das jetzt. Ich werfe den Molly da drauf. Dann brennt er dann noch ein Stück. Zieh das Ding hoch. Der fliegt dagegen und steckt das Teil noch mit in Brand. So geht's. Zünde an! Hä? Okay. Anders, es muss anders gehen. Ich muss erst. Fuck, wie mache ich das denn jetzt? Ich muss das Ding losmachen.
Und dann muss das Ding mit Karacho und... Hä? Okay, irgendwie ist das nicht ganz richtig. Na, diese Kamera. Jetzt bin ich aber echt ein bisschen... Okay. Ich hoffe das hier nicht. Ich bin Vollpfostenmann. Ich grab es. Ich sehe es gerade nicht, den Trick. Ich kann auch nicht rüberspringen oder sowas. Noch einen Wagen kann ich auch nicht holen. Ah, ich gucke von hier aus dran, aber ich glaube nicht, dass das bringt. Nope. Das ist der Schatz. Geh mal da runter. Ist doof. Oh Mann, oh. Das Wasser muss sich irgendwie stoppen lassen. Ja, es ist ja ganz toll, dass du bist. Das bringt null. Ach, jetzt sehe ich. Okay, wie mache ich das denn? Ich konnte doch gar nicht dagegen schießen.
Das muss man auch ihn ausnutzen. Ich meine, damit habe ich das Ding ja da rausgezogen, oder? Jeder ist es ja nicht umsonst da. Da muss das hier festgemacht werden. Und, oh, da ist es. Oh, ich sehe es. Oh Gott. Oh, ich bin doof. Scheiße. So ein Mist. So, soll ich es ohne Molly probieren oder direkt mit? Ich probiere es mit. Die stehen da nicht umsonst. Oh, schon wieder ein wertvoller Stoff weg. Nein! Jetzt ein Feuerchen. Yay! Das ist ja doof. Rätsel gelöst. Lady, mach mal. Gut, dann mach ich mal Licht. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Ja. Was liegt denn hier? Ah, oh, ich will nicht stören. Sorry. Geh da mal weiter. Ja, Stoff. Ja, Stoff. Und Münzen. Offenbar haben sie das Ding hier rausgezerrt. Münzen. Zwei Münzen. Oh, die Münzen sind echt mickrig. Oh, das kriegen wir. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen. Bei verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Okay, kann man brauchen. Das war die rote Mine. Man hat ja auch ein bisschen gedauert, also... Ne? Ich, schon sogar mein Haupt. Aber so ist das. Nimmst du auf, bist du doof. So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit den Propheten zu tun gehabt haben. Es muss. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Ah. So geizig mit ihren Knicklichtern. Und ich hab's bei mir auch echt scheiße dunkel schon. So wie es sein muss, soll und muss. Kann. Haben wir denn hier noch ein Überlebens-Shit? Na gut, da kann ich gleich hinporten. Aber wo bin ich jetzt hier? Bin ich hier runtergekommen? Also hier reingegangen?
Was probiere ich hier? Ich weiß gar nicht. Schön. Oh, hier liegt auch noch was. Was kriecht. Naja, müssen wir gleich gucken, dass ich da nochmal hingehe. Kann man ja schnell hinporten. Ich muss jetzt erstmal wieder hier raus. Lara ist wieder geizig. Oh, jetzt, wo ich draußen bin. Immer erst direkt in den Zopf ausbringen. Ist aber auch ein tierisches Gewicht, das kenne ich nämlich auch. Oh geil. Ja. Schön. Ja, da sind wir runtergerutscht. Ich hatte eigentlich gehofft, man kommt woanders raus. Aber okay, ist nicht schlecht. So, sind wir nämlich direkt hier und kann hier weitermachen. Hier gibt es ja auch sehr viel, vor allem die ganzen Poster, okay. Werden mir die Poster auch angezeigt? Ich hoffe es, das wäre cool. Aber das wäre jetzt nicht so vorrangig. Aber das war wieder ein Grab gemeistert. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, manchmal ist es halt einfach so. Ja, jetzt habe ich Stoffe voll, ist okay. Unter mir ist der Schatz, das Relikt. Wie komm ich denn da hin? Kann ich mich da hinkommen? Das ist eine Falle, aber warum geht die nicht kaputt? Hängt da oben was? Nö. Die will ich aber nicht. An den Kral komme ich jetzt nicht. Ich müsste da jetzt einmal rum. Ich glaube, dann lasse ich das Relikt jetzt auch erstmal liegen. Oh, Schande über mein Haupt, ne? Ach komm, das hole ich noch. Das muss ich jetzt noch holen. Ah, vielleicht muss ich drauf springen. Falsche Taste. Nee, noch passiert nichts. Mit Feuer? Komm, ich probier's mal mit Feuer. Ich habe ja jetzt voll Stoff und da liegt auch noch Stoff. Also, brauche ich mal nicht rumzugeizen hier, ja? Brauche ich da bestimmt einfach Sprengpfeile oder sowas. Weil ich wüsste sonst nicht, wie man da rankommt. Jetzt kommt man da echt nicht ran, das so liegt. Ja,
Das würde nur mein Tod verursachen bedeuten, wenn ich so hinspringe. Nee. Lassen wir das. Gehen wir einfach weiter. Und zwar, wo muss ich lang? Ich muss da hinten irgendwie hin. Das funktioniert. Aber wo kann ich mich nochmal schwingen? Hier? Ja, hier. Nee, was hier? War das noch? Da oben. Der Mensch, dann sagt das doch. Auch nichts mehr. Krass, wie komme ich denn da hin? Doch nicht mit dem Seilding da. Ach, guck mal an. Ich bin hier immer noch falsch. Leute, ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Hier. Doof. Wo ist der doof? Gegner? Nein. Irgendwas. Was haben wir hier? Haben wir noch Holz? Das brauche ich aber nicht. Hab hier den Jackpot geknackt. Oh, oh. Alle möglichen Artefakte. Passt zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Aber der Kontakt zum Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Verstanden. Ich werde der Vorhut, dass wir aufpassen sollen. Negativ. Aber ich habe einen guten Aussichtspunkt. Ich melde mich, wenn ich was sehe. Over und aus. Einmal rumlaufen? Nope. Oh, kann ich ihn da runterschubsen? Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, das ist so pervers geil. Holen wir uns. Schubsen wir ihn. Tschüss.